Mein Motto war bis jetzt immer entweder gescheit oder gar nicht. Also ich bin die Brandl Eva, ich komme aus Bad Kötzting, das ist im Bayerischen Wald. Ich bin gelernte Köchin und bei mir kommt heute auf dem Löffel gebratene Wachtelbrust mit Kohlrabi-Püree und einem glasierten Kohlrabi-Stick. Dazu Mango, Haselnuss und eine schöne Wachtelsoße dazu. Ich setze jetzt als erstes die Soße an, weil die natürlich kochen sollte. Also ich war als kleines Kind schon kochbegeistert. Ich habe mit 12 Jahren mein erstes Praktikum in der Küche gemacht. Mein Traum war das eigentlich immer schon, in der Sterne-Gastronomie zu kochen. Also ich war die letzten Jahre bei Cornelius Speinle, Thomas Kellermann und Bobby Breuer. Also in der Zeit beim Bobby Breuer haben wir den 2. Stern erkocht. Und das war für mich so in meiner Laufbahn eigentlich das Highlight. Es läuft. Es läuft rückwärts und bergab, aber läuft, ne? Jetzt brauchen wir die Sportsfreunde da. Die Mango schneide ich in Würfel. Den Rest mixe ich mit Limettensaft und einer Prise Salz und schmeckt es lecker ab. Zum Glasieren, damit es nicht zu trocken ist. Passt. Jetzt muss ich langsam mal die Wachtel herrichten. Also die Zeit habe ich echt unterschätzt. Die war sehr, sehr heftig. Nein! Oh, oh Gott, nur noch 30 Sekunden. Zehn fix fallen wir. Oh, Scheiße, ich schaff keine Sauce mehr. Scheiße! Scheiße, Mann! Ja, ich habe leider die Haselnuss vergessen und die Wachtelsoße. Fuck! Ich hab's verkackt. Vielleicht drückt ja doch einer zumindest. Das ist ein Kohlrabi, oder? Dreierlei Bestes aus dem Kohlrabi. Grün, Püree und ein Streifen. Alles vom Stoppelfeld. War das nicht verkehrt? Und das ich finde es voll crazy. Das Püree ist sehr gut abgeschmeckt. Ne? Ja. Wie mit so einer richtig kräftigen Hühnerfondreduktion. Ja, 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 ja. Also der Löffel holt mich kulinarisch ab. Oh! Der Roland hört irgendwie noch zu, aber hat noch keine Haltung. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass hier irgendwie wollt's mich veräppeln. Was? Nee. Der hat null Tiefe. Also der hat für mich. Das ist einfach die Hölle und man hört ja alles. Ach, die Mango, die ist ja komplett bescheuert. Also es ist schon wirklich eine Zerreißprobe. Log mal ein, oder? Hola. Nicht hola. Das ist kein hola. Hallo, servus. Hallo, servus. Servus. Ich bin die Brandl Eva, ich komme aus dem schönen Bayerischen Wald. Die Brandl Eva. Die Brandl Eva. Ganz genau. Liebe Eva, pass auf. Ja. Mich hat der Löffel sehr beeindruckt, weil mit wenig viel erreicht wurde. Aber genau das hat mich ein wenig rausgehauen, weil ich gesagt habe, nee, mir fehlt dieser Moment der Brillanz. Tut mir leid. Du bist ein Typ, mit dem man also sehr weit gehen kann. Hätte ich das vorher gewusst. Mein Team ist voll, leider nicht zu mir. Tja. Ja, es hat mir aber sehr gut geschmeckt. Also Eva, du hast richtig Geschmack auf den Löffel gebracht. Du hast Garpunkte erreicht und sehr, sehr gut sogar. Die Wachtel war perfekt. Oh Gott, bitte, bitte. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du in mein Team kommen würdest. Ja, so gut! Eva, du hast ja ein bisschen mitgehört, dass ich überhaupt nicht begeistert war. Zu wem möchte sie denn? Zum Roland Redler. Was ich gesagt habe, war. Kompletter Blödsinn. Der Löffel war sensationell. Natürlich gehörst du in diese Show und am liebsten
bei mir. Oh, sauber geblüfft, Alter. Yeah. Bitte nicht böse sein, Roland. Ich bin dir nicht böse. Roland, ich geh zu dir. Das war mein Wunsch. Du hast geträumt davon, einmal zu Roland. Geiler Scheiß. Aber ja, jetzt wie. Ciao. Ciao, Eva. Ciao. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Hi, Mama. Mir macht's was mit, gell? Roland, bist du voll? Ja, jetzt ist nur noch die Frage, welcher Kandidat gewinnt. Die Frage ist, was zählt mehr, Meister der Herzen oder wirklich Meister zu sein? Das wird sich zeigen. Einer fehlt dir. Okay. Ja. Von fünf. Ja. Ja. Die Lust ist da für den nächsten Löffel. Okay. Hallo, ich bin die Lina. Hi, ich bin der Lukas. Ich bin die Dagmar Statz. Ich bin die Dani. Grüß euch. Ich bin mega nervös. Oh, von 1 bis 10, 9,5. Kann auch passieren, dass ich irgendwie einen Blackout bekomme. Hallo, ich muss gleich noch mal hinter. Hallo, mein Name ist Harald Weber. Komm mir noch mal. Muss noch mal zurück. Unser Restaurant ist seit 1755 im Familienbetrieb. Ich bin der Küchenbulle. Und ich bin die 9. Generation. Ich durfte mich 2 Jahre lang beste Hobbyköchin Deutschlands nennen. Ja, Innereien allgemein mag ich sehr gern. Ob das Herz ist, ob das Nieren sind, Leber sowieso. Oh Gott. Da muss man sich irgendwie helfen. Das ist jetzt echt ungeplant. So. Das nimmst du jetzt bitte nicht auf. Das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, dass ich nicht fertig werde. Das Zeitmanagement ist, glaube ich, auch das A und O so ein bisschen hier. Je mehr ich in Zeitdruck gekommen bin, desto besser ist es eigentlich dann geworden, weil ich dann umso ruhiger war. Bei mir sieht das immer alles nicht so super professionell aus. Vor allem beim Schnibbeln. Ups, ist nicht so schön. Oh, die sind, das ist nicht gut. Das Geheimnis bei dem kleinen Pulpo ist eben, die brät man ganz, ganz kurz an. Oder sie schmort man ganz lange. Schön kross von beiden Seiten. Dann müssen wir gucken, dass es auch später nicht zu tot wird. Machen wir das Kalbsbliss. Das läuft. Wir können ja auch einmal hexen. Hex, hex. Schau ich mal einmal kurz, ob ich alles habe. Ich glaube, jetzt muss ich echt Gas geben. Bring die Dinger. Sehr gut. Und da war das mit den wackelnden Fingern. Das geht nicht. Oh, Scheiße. Das schaffe ich null. Gott. Scheiße. Ja. Warum nicht schmeckt's? Naja, ich hab's mir anders vorgestellt. Oh. Da war, glaube ich, noch ein bisschen Stress, ne? Probieren wir doch einfach mal. Risotto-Reis und Süßkartoffel in einem. Das sind ja zwei Sättigungsbeilagen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Willkommen. Ich grüße dich. Hi, hallo. Für mich war einfach diese Kombination mit der Süßkartoffel nicht so, dass die mich überzeugt hätte. Und deswegen leider nicht bei mir. Hohohoho. Was ist denn dieses Jahr los? Ja. Oh Gott. Hat leider nicht gereicht für meine Taste-Reise. Danke. Ja. Hey, das sieht so aus, als ob man die 4 Löffel hintut und dann einfach mit der großen Kelle einmal drüber fährt. Das wäre Hirn. Das Kalbshirn. Oder Bies. Oh. Furztrocken. Oh. Ja, nein. Hallo zusammen. Das hat leider nicht gereicht. Was ist denn das für eine Kombi? Tut's doch mal im Mund. Weißt du, wie das schmeckt? Als wenn ein
man das Einmachgummi vergessen hat zu tun. Na, Alexander? Magst du noch einen Nachschlag? Hallöchen. Hallöchen. Das Einmachgummi, von wem kam das? Ich hab das nicht gesagt. Nein. Zweck war da oben. Ich glaube, du hast eine ganz andere Idee gehabt. Die hat heute leider nicht so funktioniert. Leider nicht genug, um mich zu überzeugen. Auf jeden Fall sieht's erstmal schön aus. Der Fisch ist nicht gesalzt, nein, aber auch nicht gewürzt. Es ist einfach nicht gewürzt. Hallo? Hast du noch den Kochlöffel in der Hand? Nein, das ist mein Zauberstab. Ah. Es hat einfach nicht gereicht, um hier bei The Taste weiterzumachen. Ist in Ordnung. Danke euch trotzdem. Sehr, sehr gerne. Es war super hier. Ja. Super. Danke, ciao. Tschüss. Servus. Tschüss. Hallo, ich bin Miriam, ich bin 24. Und ich bin Profiköchin. Ich mache heute Oldenburger Grünkohl. Richtig deftig Grünkohl. Und das ist für mich so ein richtiges Heimatgefühl. So ein Mama-Essen sonntags. Ich mache Spanferkelbäckchen dazu. Und ein Speckchip, ein Graupenrisotto, frittierten Grünkohl, geschmorten Grünkohl. Und der größte Gegner ist einfach die Zeit. Die geschmorten Spanferkelbäckchen brauchen so im echten Leben eine Stunde. Die habe ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mich für den Schnellkochtopf entschieden. Der halbiert die Garzeit so um 50% und dann habe ich ein bisschen gepokert. Das ist Oldenburger Pinke. Die isst man klassisch zum Kohl dazu. Ich werde die aber heute braten und die wird dann bei mir ins Graupenrisotto mit reinkommen. Am Kochen gefällt mir besonders gut, dass es eine Rangordnung gibt, dass man sich hocharbeiten muss. Dass halt keiner als Küchenchef geboren wird. Als Frau in der Küche muss man sich anpassen. Man muss halt nicht das Mädchen sein, nicht die Tussi sein. Man muss halt einfach ein Koch sein. Also ich möchte es schon echt, also wirklich sehr gerne in ein Team schaffen. Das ist auch so ein bisschen so ein Ego, so eine Ego-Frage. Tatsächlich. Schauen wir mal rein, wie es denn geht, mein Bäckchen. Und wenn die jetzt nicht weich sind, dann haben wir ein Problem. Also ich. Sie sind weich. Yeah. Ich war sehr zufrieden, so, dass auch alles direkt geklappt hat. Auch das mit dem Bäckchen. Wirklich gut. So, los geht's. Mein Gott, jetzt hör auf zu zittern. Bist doch albern. Du richtest so viele Teller an. Jetzt fang doch jetzt nicht an zu zittern. Scheiße. Ich bin zufrieden mit meinem Löffel, mit dem Zittern nicht, mit meiner Nervosität vorher auch nicht. Total peinlich. Es ist alles lecker. Wahrscheinlich denken sie, ich bin eine 70-jährige Hausfrau, aber das passt schon. Ein Löffel allein ist nicht fein, wir wollen gleich vier. Her damit. Her zu mir. Her zu mir. Oh. Das für ein Stück das, Fleisch. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ist das ein Bäckchen? Ist das ein Stück Ochsenschwanz? Ja, das ist geschmort. Es schaut ja irgendwie so nach Backe, Ochsenschwanz. Weiß nicht, klar, das ist ein Schmorstück, aber so also auf jeden Fall richtig Muskelfleisch. So ein Stück Bäckchen, weißt du? Also ich sehe Ochsenschwanz, aber ich sehe. Das ist ein ganz Sonntagslöffel. Geiler Löffel, aber der Senf ist bei mir etwas sehr präsent. Ich finde, der hat eine ganz tolle Säure reingebracht. War das nicht zum Schluss ein bisschen? Nee. Das erinnert mich so ein bisschen, weißt du, diese Reuternote, die da drin ist. Ne? Ja. Wenn ich die Augen zumache, seid mir nicht böse, aber das ist so wie im Stadion die Bockwurst. Weißt du, die Bockwurst mit dem Senf und so. Also, das ist so ein schöner Sonntagslöffel. Also, der Speck mit dem Schwein. Das ist so eine Nähe zu allem Gefühl von Heimat. Ja. Also tut mir leid. Das ist ein, also entweder eine Metzgerfrau oder ein Koch. Das ist ein ganz cleverer Koch, der was auf Regionalität geht. Genau. Ja. Oh, das ist doch eine Frau. Nein, das ist ein junger Mann. Komm raus und zeig dich. It's a lady. Oh, 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 she's a lady. Hallo. Hallo. Erzähl. Ich bin die Miriam, ich bin 24 und ich bin ein junger Koch. Das war gut. Das war Oldenburger Grünkohl. Miriam, wo kochst du? Grünkohl. Ich koche in Düsseldorf in einem deutsch-französischen Bistro. Die können sich glücklich schätzen. Ja. Wir haben eine Spitzenköchin in ihrem Repertoire. Dankeschön. Also ich hätte dich genommen, ich kann dich nicht nehmen, mein Team ist voll.
Aber ich glaube, du findest hier deinen Platz. Wette? Schauen wir mal. Das Problem dieses Jahr ist, dass du etwas zu spät kommst und mein Team auch voll ist. Hat noch jemand einen Platz oder soll ich direkt wieder? Also ihr habt den Löffel gesehen. Da dachte ich mir, ja, hat was Rustikales, ich esse ihn. Und es macht Bang. Aber das musst du haben. Ich habe aber keinen Platz mehr in meinem Team. Dein Team ist auch voll, ne? Mein Team ist auch voll. Okay, warum sollte ich dann überhaupt noch aus dem Aufzug rauskommen? Oder habe ich doch noch einen Platz frei? Oder vielleicht... Oh mein Gott! Hier liegt noch eine Schürze. Nee, oh, das gibt's sogar. Wo hast du die denn her? Gott sei Dank. Du kochst sehr großartig. Dankeschön. Und ich freue mich auf eine gemeinsame Reise mit dir. Ist das echt so? Bin ich jetzt wirklich hier? Ich kann das noch nicht in Worte fassen. Super. Schön, dass du dabei bist. Ja. Du, die können sich anschnallen. Da kannst du mal sicher sein. Scheiße, war das gut. Conny, sag mal. Wir sind alle du voll. Du hast vier Damen und einen Typen. Ja, ich mache jetzt, mach jetzt mal ein Frauenteam. Cornelia Polettos Frauenteam. Also ich habe dieses Jahr ja ein Frauenteam und einen wunderbar süßen Italiener Gianluca. Nur Profis, das ist natürlich auch sehr besonders. Miriam macht den Anfang. Miriam ist eher von ihrer Küche her etwas rustikaler. Richtig deftig Grünkohl. Ich denke, wenn man da so ein bisschen Eleganz noch reinbringt, dann kann man mit Miriam eine tolle Reise haben. Vanessa. Vanessa ist ja so ein bisschen unser kleines Küken im Team. Und ich freue mich riesig. Und dann kochen wir uns hier mal durch. Die erfahrene Christina. Christina ist, glaube ich, die toughste von allen bei uns im Team. Sehr ehrgeizig. Natürlich ist das oberste Ziel, ins Finale zu kommen und da noch zu performen. Die muss man, glaube ich, noch so ein bisschen einnorden und auch runterholen. Martina. Ich bin Profikoch. Martina ist eine unglaublich bescheidene Person. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so nervös bin. Die man, glaube ich, unglaublich gut mit Tipps und Tricks und Coaching weiterbringen kann. Und der einzige Mann im Team, Gianluca. Gianluca ist tatsächlich sehr italienlastig. Dann machen wir es jetzt wie die italienischen Mamas, ja? Ich denke mal, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um auch Team Gelb dieses Jahr ein bisschen Paroli zu bieten. Der Titelverteidiger. Ich bin voller Erwartung. Wenn ich mir so überlege, was sie alle beim Casting rausgehauen haben, finde ich, bin ich echt richtig gut aufgestellt. Und zwar mit Fabian. Fabian bin ich wahnsinnig gespannt, wie er sich entwickeln wird, weil es war ein Mörderlöffel. Wir geben Vollgas. Also geil, ich freue mich. Christoph, den Alexander noch gut kennt. Servus, Chef. Alter! Den kenne ich ja gefühlt innen auswendig. Das ist der Chris! Gefühlt die 5 Jahre bei mir in Würzburg gewesen. Hab uns damals schon immer sehr gut verstanden. Arzthelferin Melanie. Man kann einfach mit einem guten Essen jemanden glücklich machen. Ah, mein Melanie, das ist doch so ein süßes Mädchen. Eine Herzkartoffel. So schön. Ich hab dich eingeloggt. Nein. Ja. Wirklich? Wenn du siehst, möchtest du schon auf dem Backen einen Knutscher drauf machen. Franz Josef. Jetzt haben wir den Salat. Meine Yuzu-Mischung angebrannt. Wenn wirklich keiner der Juroren meinen Löffel versteht, dann bin ich auch falsch hier. Ja. Der hadert immer ein bisschen mit sich. Und die Sicherheit werde ich ihm geben und dann wird's laufen. Und Freigeist Pascha. Pascha ist, wie soll man sagen, eigentlich uncoachbar. Ich guck mal, ob ich hier einen reißen kann heute. Den kannst du maximal begleiten. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Team Roland Trettl. Ich weiß bei allen 5 nicht, was auf mich zukommt. Genauso wie alle 5 nicht wissen, was auf sie zukommt, glaube ich. Florist Gary. Ein sehr, sehr guter Hobbykoch. Wir sind ein Team, ja. Team Trettl. Mit authentischen Menschen arbeite ich sehr gern zusammen. Und da habe ich mit Gary, glaube ich, eine sehr gute Wahl getroffen. Eva. Dieses quirlige Mädel aus Niederbayern. Es ist schön hier, also mir gefällt's. Bleib gern länger. Da freue ich mich sehr, weil ich glaube, ich sehr viel lachen werde mit ihr und sehr
gute Löffel erwarte ich mir natürlich auch. Rolands alter Bekannter Jörg. Den kenne ich. Ich habe vor 20 Jahren mit ihm zusammengearbeitet und bin gespannt, ob er diese Reise mit uns bestehen kann. Alicia. Alicia hat im Casting 3 Coaches überzeugt. Ich hätte mich beinahe für Conny entschieden. Aber dann habe ich doch Roland genommen. Und Gerald. Wow. Alle 4. Ja, Wahnsinn. Oh, mega. Ich gehe zum Treppe. Also so glücklich war ich in dieser Show selten. Nach diesem Castinglöffel ist Gerald natürlich der Top-Favorit. Bleibt das Team Frank Rosin. Ich vermittle meinen Kandidaten, The Taste ist auch ein Stück Lebenszeit. Und man muss es 100% genießen. Medizinstudentin Kim. Kim ist der Akademiker-Typ bei uns in der Runde. Innerlich läuft gerade so ein klatschender Affe durch meinen Kopf. Sehr lustig, sehr aufgeschlossen, intelligent. Ich mach's mit dir. Nein! Ja. Die erst 18-jährige Alina. Die Alina ist mit ihren 18 Jahren bei The Taste ein ganz wichtiger Kandidat. Es lohnt sich zu sagen, ja, ich erkämpfe mir auch in jungen Jahren schon einen Platz unter Top-Profis oder Top-Hobbyköchen. Vollprofi Mike. Kochen ist eine Berufung. Mike ist ein cooler Typ. Ja, war schon. Kocht seit 25 Jahren. Gelernter Konditor, gelernter Koch. Also von der Substanz her genau der Richtige für mein Team. Semi. Semi ist ein sehr aufgeräumter Typ. Und mit seiner zweifach Kultur, mit der er ausgestattet ist. Ich mache das jetzt echt alles so ein bisschen nach Gefühl. Glaube ich, hat er viel Sexappeal und sehr, sehr viel Move im Gefühl von Kochen, von Gewürzen. Viel Butter und viel Sahne. Er kommt da nicht dran bei mir. Und Fritz. Ja, der Fritz ist Hobbykoch, ist eine sympathische Persönlichkeit. Hab bisschen große Klappe manchmal. Das wird so die größte Herausforderung, ja. Man darf bei The Taste eins nicht vergessen. Sie kochen beim Casting einen Löffel, den sie können. Aber jetzt kommt der Moment, wo die Aufgaben verteilt werden. Und dann müssen sie sich zeigen.